Reveille. Das Ministerium sollte sich nicht gegen die dunklen Künste stellen. Es gibt einfach keinen besseren Schutz. Irondale ist nicht alt. Ich hab was gehört. Verfindung! Verfindung! Entfernung! Was zum... Entzell! Du versenkst meine Augenbrauen! Ich hoffe, du! Du hast schon genug von uns verwundet. Protestier, damit hältst du! Du bist eine Schlüpfrinko! Reveille! Reveille. Ich finde, es wird nicht genug über die Vergangenheit nachgedacht. Wenn jemand Brücken wie mein Muggel fernhält, dann hängt es von Woodcock. Godric Gryffindor war der größte Duellant aller Zeiten. Beedle, der Bart, hat für meinen Geschmack ein zerfasertes Herz. Rebellion. Rebellion. Diesen Dieben, die hier ihr Unwesen treiben, muss Einhalt geboten werden. Alles in Ordnung, Madame? Olivier, Madame Olivier, und nein, nichts ist in Ordnung. Diese Erschwinderinnen haben das nahegelegene Schloss Clagmar heimgesucht. Und sie stören nicht nur unseren Frieden, sondern auch den Handel. Es sah so aus, als würden sie sich endlich davonschleichen, bis Sylvanus Selwyn auftauchte. Sylvanus Selwyn? Er ist die Oberratte. Wenn jemand Selwyn ausschalten würde, würde sich der Rest der Erschwinderinnen auflösen. Aber Selwyn ist ein erfahrener Zauberer. Ich kann mich nicht selbst um ihn kümmern, auch wenn ich es gern täte. Ich weiß nicht weiter. Was ist so gefährlich an den Erschwinderinnen? Sie sind keine typischen Diebe und Erpresser. Nicht, dass typische Diebe und Erpresser nette Gesellschaft wären. Sie wollten die arme Bella Navarro nicht in Ruhe lassen. Sie hatte ihnen alles gegeben, aber sie bedrohten sie trotzdem weiter. Sie wollte zu ihrer Familie nach Italien zurück, verlor fast ihre Existenzgrundlage. Sie sind grausam. Wo liegt Schloss Clagmar? Die Burg Clagmore liegt an der Südküste, südwestlich von hier. Sylvanus Selwyn. Ich dachte, Victor Rookwood führt die Erschwinderinnen an. Selwyn ist einer von Rookwoods Leutnants. Nicht ganz so furchteinflößend wie Theophilus Harlow, aber dennoch gefährlich.
Ich könnte mich um Selwyn kümmern. Oh nein, ein Schüler kann es doch nicht mit Selwyn aufnehmen. Aber ich setze ein schönes Kopfgeld auf ihn aus. Sagen Sie es gerne weiter. Ich will nur, dass in Crackcroft wieder Normalität einkehrt. Ich bin es leid, unter Selwyn und seinen Kumpanen zu leben. Sylvanus Selwyn muss ausgeschaltet werden. Verzeihung, Madame... Navarro. Bella Navarro. Kann ich Ihnen helfen? Was verkaufen Sie denn, Madame Navarro? Vor allem Zaubertrankzutaten. Mit den unscheinbarsten Dingen kann man stattliche Gewinne erzielen. Sie haben in Hogwarts etwas über Zaubertränke gelernt? Bei Professor Sharp, ja. Dann sollten Sie mein Inventar zu schätzen wissen. Ganz in der Nähe soll sich ein Sumpfkrattler seltsam benehmen. Haben Sie ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, mich aber ferngehalten. Wenn möglich, lege ich mich lieber nicht mit unberechenbaren Kräften der Natur an. Haben Sie schon immer in Crackcroft gewohnt? Nein, ich bin hier geboren, aber vor Jahrzehnten aus Siena in Italien gezogen. Ich bin gerade erst zurück. Dort gab es nichts mehr für mich und ich brauchte, nun ja, einen Tapetenwechsel. Woher stammt die Ware, die Sie verkaufen? Einige sammle ich selbst draußen auf dem Land. Andere kaufe ich im Großhandel von überall aus der Welt der Zauberei. Was verkaufen Sie hier? Mal sehen, wie ich dir helfen kann. Wie herzallerliebst. Das nehme ich doch gerne an. Danke für deinen netten Besuch. Revelio. Revelio. Confinto! Undenkbar, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich...
Konfinkung! Selbst Merlin stolz. Rebellion. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Das muss das Schloss von Sylvanus Selwyn und seinen Dieben sein. Wenn ich ihn erwische, sollte der Rest der Gruppe kein Problem mehr sein. Vielleicht wachsen ja ein paar schöne Blumen aus deiner Asche, Trippikus. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute. Rookwood hätte Selwyn nie das Kommando geben sollen, obwohl Selwyn immer noch besser ist. Du hast keine Chance. Tod! Getan?
gepinnt. Confringo! Ins Zentrum. Petrifico! Selvin wäre dieses Loch genauso leid wie wir, wenn er so lange kampieren würde. Keine Ahnung, was Selvin in diesem Ort sieht. Es gibt nichts mehr zu stehlen in Moonridge. Es macht mir nichts aus, diese Umhangswedler in Crackcroft auszunehmen. Falls Selvins Plan aufgeht, werden wir dann alle reich? Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Komm her! Confringo! Du hast auf Trapwell freigelassen, oder? Du! Bis bald! Oh. Da ist Zelle. Vielleicht kann ich seine Wachen weglaufen. Das war's mit Selwyn. Ich sollte mit Madame Olivier in Crackcroft wegen des Kopfgeldes sprechen. Ich hab genug von Feldcroft. Ich hoffe, ich muss es... Rebellion. Total.
meiner! Contringo! Das war nichts. Batista! Du! Jetzt ist Schluss mit der Wilderei! Rivelium! Dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht. Rivelio. Contringo. Rivelio. Wer mich jagt, den steche ich ab wie einen Nockschwanz. Wenn ich Pläne auf. Ach, ich sollte mal. Offenbar haben wir einen Eindringling hinter uns. Falls jemand Schabernagel! Woher hast du? Das ist ein. Was hast du getan? Reduktor! Dutzend Menschen zum Kämpfen. Was? Das Glück, wenn das mal nicht Nora Treadwells Schutzengel ist. Dafür. Ja. Excalibur. Sie an. Scheint als. Du bist eine Nervensäge. Excalibur. Wenn du Kritikus Totales gegen die Kinder. Nein! Protego, ich hoffe, du Contringo! Die Tierwesen sind jetzt sicher. Dich töte ich doch schneller als. Nicht bereit, was anzustecken. Protego! Du! Gepinselt! Es fällt ja. Einmal. Inzent.
sicher. Confringo! Super! Was hast du getan? Das wirst du fühlen. Expelliarmus! Confringo! Revelio. Wer sagt, dass sich Verbrechen nicht auszahlt? Ich schwimme förmlich in Galeonen. Gefinde! Konflikt! Potato! Sturzko! Entschuldigung! Revelio. Tag hier. Schlag dir bloß diesen Vertrag ins Händchen. Eine Schande, was ihr mit diesen hilflosen Tierwesen gemacht habt. Haben Sie Neuigkeiten über Sylvanus Selwyn gehört? Tun Sie das lieber nicht noch einmal. Konflikt. Haben Sie Neuigkeiten über Sylvanus gehört? Ich habe mich um Selwyn gekümmert. Sie haben Selwyn besiegt? Bei Merlins Bad. Ein Schüler hat einen von Rookwoods Schergen zu Fall gebracht. Dann gehört dieses Kopfgeld wohl Ihnen. Wohlverdient. Die Sicherheit von Crackcroft ist bestimmt mehr wert. Oder sollen die Erschwinderinnen erfahren, wer ein Kopfgeld auf Selwyn ausgesetzt hat? Was für eine miese Ratte! Keine Ehre! Sie sind schlimmer als die Erschwinderinnen! Gut, ich kann Ihnen mehr geben, aber damit sind wir fertig. Es ist Zeit, dass in Crackcroft Frieden einkehrt. Nehmen Sie Ihr Geld und verschwinden Sie. Ich bin zwar froh, Selwyn los zu sein, aber ich will Ihr Gesicht nicht mehr in Crackcroft sehen.